Die Stadt Würselen ist vor allem seit den 1990er Jahren ein bevorzugter Wohnort in der Städteregion Aachen, besonders für junge Familien geworden und aktuell auf knapp 40.000 Einwohner gewachsen. Als städtische Tochtergesellschaft fördert die Stadtentwicklung Würselen seit 1995 die städtebauliche und wirtschaftliche Entwicklung der Stadt. Dabei erwirbt, überplant, erschließt, bebaut und vermarktet sie relevante Wohn- und Gewerbeflächen im Stadtgebiet. Mit markantem Neubau hat die SEW in der Innenstadt städtebauliche Akzente gesetzt. In den Jahren 2012 bis 2015 hat sie mit dem Baugebiet Kapellenfeldchen eines der größten Neubaugebiete in der Region entwickelt. Auf einer Fläche von rund 12 Hektar wurden auf mehr als 200 Grundstücken freistehende Einfamilien-, Doppel- und Reihen- sowie Punkthäuser mit guter Anbindung an das Stadtzentrum und überörtliche Straßennetz errichtet. Am Flugplatz Merzbrück soll ab 2019 ein neues Gewerbegebiet mit einer europaweit einzigartigen Forschungslandschaft entstehen. FH und RWTH Aachen planen dort zum Thema Elektromobilität in der Luftfahrt eine Kombination aus Forschungsflugplatz und Technologiezentrum. Auf einer Fläche von 169 Hektar erstreckt sich das Gewerbegebiet Aachener Kreuz, dessen Flächen fast vollständig vermarktet werden konnten. Die exponierte Lage am Autobahnkreuz Aachen und die Anbindung an die Autobahnen A4 und A44 haben dazu beigetragen, dass Würselen mit dem Ende der Steinkohleförderung den Strukturwandel bewältigen konnte. Seit 2003 ist die SEW Veranstalterin des Kulturprogramms auf der Freilichtbühne Burg Wilhelmstein. Die über dem Wurmtal liegende mittelalterliche Burgruine zieht in den Sommermonaten Künstler und Besucher aus dem In- und Ausland an. Mit Kabarett, Comedy, Konzerten aller Stilrichtungen und Open-Air-Kino hat sich die Burg Wilhelmstein als eines der schönsten Sommerfestivals in Deutschland etabliert.